Ein Voxophon. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Okay, Comstock hat... Warum hat sie blaue... Was? Warum hat sie gerade hier blonde Haare? Seht ihr das? Das sah ja voll blond aus jetzt. Durch das Licht. Krass. Okay, um diese Theorie mal zu bestätigen, sie sind weder tot noch lebendig, sie sind in so einer Art Zwischenzeit und können durch die Zeit reisen, obwohl sie nicht tot sind, oder wie? Und sind sich aber dessen bewusst, dass sie tot sind? Ich kann das gerade nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber ich glaube, sie sind sich dessen bewusst, dass sie tot sind und deswegen können sie diese Zeit kontrollieren. Aber ich, ganz genau kann ich es immer noch nicht sagen. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Natürlich öffnest du ihn, aber vorher möchte ich ganz gerne mich mal hier noch weiter umgucken. Da ist wieder ein Voxophon. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay, er kam hier in die Nähe. Und ich würde sagen, du öffnest den Riss. Öffne den Riss. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lotes? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Haben sie dich vielleicht irgendwie gezüchtet und, Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... Ich weiß nicht. Okay, dann hören wir uns mal das nächste Voxophon an. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay, das wirft jetzt eine ganz andere Sache auf diese Maschinen und überhaupt die ganze Story. Comstock ist nicht der Vater, die Lady ist nicht der Vater, sondern sie ist quasi erschaffen worden. Mehr oder weniger, wenn du so willst, geklont, aber sie ist einfach erschaffen worden, um mit diesen Fähigkeiten, mit den Fähigkeiten, diese Risse zu beherrschen, die Raum und Zeit zu beherrschen. Wow. Finde den nächsten Riss. In welche Richtung denn? In die Richtung. Okay. Wir sind immer noch in der richtigen Richtung. Wir müssen jetzt den nächsten Riss finden. Im Market District oder wo? Oder kommen wir nur vom Market District dahin? Okay, wir müssen in den Financial District. Dann haben wir bald alle von Emporia hier, alle Distrikte gesehen. Wer? Wo? Er wollte mich verschonen. Wer denn? Comstock. Deine Mutti. Ja, komm. So, dann ist er tot. Er wollte dich verschonen. Ich verstehe es noch nicht. Wer wollte dich verschonen? Wir? Daisy Fitzroy? Oder Comstock? The Founders will bleed. Okay, finde den nächsten Riss, der ist dann hier. Was
aus dem Schloss knacken. Ach, das wird nicht lange dauern. Dass wir das Schloss nicht einfach kaputt schießen können, ne? So. Ein Lockpick haben wir gefunden. Hier ist sonst... nur Geld. Ah ne, Quatsch, das sind ganz viele Lockpicks. Das war ein Set von Lockpicks. Okay. Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Tja, die Chiffren haben wir bis jetzt noch nicht wirklich gefunden, ne? Also jedenfalls bin ich nicht... Also ich bin gut in Codebuchbücher finden, aber schlecht in Chiffren finden. Mehr Geld. Okay. Tja, wenn wir die Chiffre finden... Das wäre schön. Oder wenn wir sie finden würden. Ah, hier sind wir jetzt. Aber, huch, wo müssen wir denn jetzt da hier lang? In den District oder was? Ja, hier müssen wir rein. Keine Gnade für uns! Und keine Gnade für dich, ich habe euch nicht kommen sehen. Boah, wie viel kommen denn da raus? Soll ich die alle besiegen, bitte? Lieber erstmal die Dicken hier. Die Rabenfürsten. Der Finsternis. So. Dich im Nahkampf. Dich im Nahkampf. Dich im Nahkampf. Und erstmal ein bisschen Land gewinnen hier. Alter, wie viel kam denn da raus jetzt? Eine Wasserlache haben wir gerade geöffnet. Na komm schon. Jawohl, weg ist er. Okay. Wir sind noch nicht tot. Noch lange nicht. Jetzt bin ich gerade aus Versehen ans Mikro gekommen und ich muss mal eben mich kratzen. Oh mein Gott. Ah, so. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Und du kommst ja auch nicht mehr lebend raus. Danke für die Muni. Oh Mann, ey. Guck mal da, das sehe ich ja jetzt erst. Auf dem Grab ist wirklich die Lady Comstock. First Lady Mrs. Comstock. Krass. Verrückten Anhänger. Achso, wir sind jetzt in der Bank. Dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben. Ich weiß nicht. Finanzgeschäfte? Was war das? Sind wir jetzt eigentlich wieder in der richtigen Welt oder immer noch in der alternativen? Das frage ich mich auch die ganze Zeit noch. Weil wir noch keinen Nasenbluten wieder gekriegt haben, ne? Ja, dann push the button und Bereich verlassen. Oh Gott. Dam 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 dam. Na, achso, andere Seite, super. Was könnte die Bank zu tun haben? Womit könnte die Bank zu tun haben? Oder was könnte die Mutter damit zu tun haben mit der Bank? Ja, gib her die Salze. Ja, und was ist mit Leben und so? Nice. Hast du Leben, Elizabeth? Hast du Leben für uns? Nein. Sauber. Aber
Medikit wäre jetzt gerade mal echt nicht schlecht. Ja, wenigstens ein bisschen Äpfel, Salze, wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal alle Leichen ausräumen, die wir hier so sehen. Damit wir wieder ein bisschen Leben kriegen. Oh. Was denn? Was stehst du denn da so komisch jetzt? Wir müssen weiter in den Tresor? Müssen wir in den Tresor rein, oder was? Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Das sieht ja schon aus wie ein Tresor. Wir müssen tatsächlich hier weiter und ich sehe schon was. Ich sehe da schon was und ich weiß nicht, ob wir das überleben werden. Oh, ich habe Angst, dass wir das nicht überleben. Da ist er. Ja, ist ja gut. Ich reiß dir auch das Herz aus. Was? Feuerschutz oder Eierschutz? Was hat er jetzt gesagt? Ich glaube Feuerschutz. Das würde eher Sinn machen als Eierschutz. Oh, hier haben wir ganz schön viele Fallen jetzt gelegt. Die eigentlich mehr oder weniger, wenn du so willst, unnötig sind. Mein Gott, ich habe keinen Gott. Yay, Salze. Erledigt. Deal with it. Nur die Krähenviech, das haben wir noch nicht besiegt. Oh, Gesundheitspack. In die Richtung, okay. Man verliert ja echt teilweise richtig schnell die Orientierung. Da ist wieder der Krähen. Ich hab Geld gefunden. Da war wieder der Krähenmann, danke. Da war wieder der Krähenmann. Und da ist der Riss. Und der Krähenmann. Ich riech nach Täuschung. Wir haben ihn auf jeden Fall gut erwischt. Da ist der nächste Riss, so viel schon mal dazu. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Weißt du, woran mich das hier auch gerade so ein bisschen erinnert? Die Bank von den Hobbits? Nein, wie heißen die? Hobbits oder so aus Harry Potter. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Auf den gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Okay. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Da sind wir schon mal zwei. Dankeschön. Engel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Oh Mann. Oh nein. Jetzt muss ich schon wieder gegen sie kämpfen. Warum? 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 Ich muss doch nur den letzten Riss noch finden. Vielleicht deswegen. Damit es ein bisschen schwieriger wird. Alter, wie sie uns zurück... Die hat scheinbar auch so ein paar Fähigkeiten, die wir auch haben, ne? Hier, diese Fähigkeiten, meine ich. Warum bin ich gekommen? Warum? Ich weiß es selber nicht. Muss ich sie eigentlich besiegen?
Ich weiß es auch nicht. Alter. Sie macht uns fertig. Sie macht uns jedes Mal fertig. Sie ist einfach so stark. Wir werden sicherlich jetzt gleich nochmal sterben. Ja, wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Leben. Der hat eine Pumpgun. Ja. Down sind wir. Da sind wir down. Down. Mist. Es hat gerade geschellt. Warum hat es gerade geschellt? Es hat gerade an der Tür geschellt. Moment.